Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Darkness. Ja, im letzten Part haben wir eine Cutscene gesehen und jetzt werden wir gerade angegriffen. Deshalb bin ich auch mal eben kurz ins Menü gehüpft, damit ich die Aufnahme starten kann. So, aber erstmal anfangen. Euch schlage ich tot, ob ihr das wollt oder nicht. Und ihr mich nicht. So. Diesmal lasse ich mich nämlich nicht einfach töten, das wäre ziemlich sinnfrei. Eigentlich sind es ja keine schweren Gegner. Ich war auch mal so fies und habe mal meine Waffe verzaubert zur Vorsorge. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt nächstes tun muss, also was noch kommt. Aber gehen wir einfach mal zurück und sehen wir, was passiert. Ah, okay. Sind hier keine Gegner? Moment, ich guck mal kurz, ob ich wirklich meine Stimme aufnehme. Ja, tue ich. Gut. Dann weiter. Weiter im Text. Mal sehen, wo der hin verschwindet und was er zu verbergen hat, nicht wahr? Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Oder sind es nur ähnliche Bauten? Keine Gegner? Was ist das? Die Tür fällt durch besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in den Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht hinter dieser Tür verbergen muss und fragt sich, ob die Zeremonie, von der der Mönch gesprochen hat, hinter diesen Wänden abgehalten wird. Sollen wir eintreten? Ja. Ah, verdammt, vielleicht hätte ich noch mal speichern sollen. Egal, zu spät. Zu spät. Sehr schön platziert eigentlich. War das nicht Gustus? Da auch. Es sind nicht gerade christliche Relikte. Kommt jetzt das, was ich denke, was jetzt kommen wird? Is to guard this place. Do not worry about this worm. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. Ouch. If I am to guard this place, then I will do it as I see fit. Autsch. Richtig, den zermatscht. Gleichzeitig durchbohrt. Von einer riesigen Schere. Schönes Ende. Alex ist komischerweise wieder unten in dem Raum, worüber ich mich jedes Mal wieder wundere. Ich weiß nicht, ob sie da mal extra hingeht und, oh, es geht ihr wohl anscheinend. Nein, nicht ganz so gut. Egal. Hatten wir die schon mal gelesen? Meine liebste Alex, ich bin froh, dass du meinen Spuren im Papier so weit gefolgt bist. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Nun steht dir der schwierigste Teil des Weges bevor. Halte nach den 88 Tasten Ausschau, um die Reise in die Vergangenheit fortsetzen zu können. Dein dich liebender Großvater, Edward. Gut, dass Edward nicht glitzert. Ich würde sagen, wir speichern mal eben.
Speichern, speichern, speichern. Da. Speichern und fortsetzen. Gut. Halt dir nach den Tasten ausschauen. Das ist bestimmt irgendwas, was wir schon längst gesehen haben. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich offensichtlich. Aber ich kann mich gerade nicht so richtig daran erinnern. Also müssen wir uns erstmal ein bisschen umschauen. Gott, habe ich mich über den Kamerawechsel gerade erschreckt. Also das Schlimmste an dem ganzen Spiel sind ja sowieso ständig diese Kamerawechsel. Was ist hier eigentlich nochmal gewesen? Ach, nur der Stammbaum. Gut, dann da nochmal rein. Ich glaube, da konnte man aber nichts tun. Nee. Jedenfalls nicht einfach so jetzt, soweit ich weiß. Gut, dann wieder dahin. In den Keller können wir nicht. Ich finde die Geräusche manchmal komisch. Irgendwie bilde ich mir inzwischen Hände im Hintergrund auf dem Bild ein, aber gut. Ah, ich denke, wir müssen wieder nach oben. Wo noch mal genau hin? Daran kann ich mich gerade echt nicht erinnern. Ich war das noch. Hallo Kopf. Guckst du uns wieder hinterher? Das ist schön. Letztes Mal haben wir diese Kommode geöffnet. Ja. Tja. Hier war nichts. James ist nicht da, um ins Klo zu greifen. Ach, Alex, richte dich auf. Und schon. Da haben wir die Seite gefunden. Ich frage mich ja. Nee. Ich finde es ja ein bisschen gruselig, dass hier jetzt kein Fenster mehr ist. Ich jedes Mal denke, da könnte alles so durch die Wand. Hier können wir immer noch nicht rein, aber eigentlich will ich hier gerne rein. Tasten, Tasten, Tasten. Zu dunkel. Sicherung rausgesprungen, aber in den Keller kann ich nicht. Oder? Nee. Haben wir das hier eigentlich gelesen? Ja, haben wir. Tja. Ich wüsste auch nicht, was ich euch jetzt erzählen kann, jetzt wo mir gerade nichts einfällt zu dem Spiel. Gehen wir nochmal nach unten. Bräuchten eine Axt? Oder müssten in den Keller gehen können. Das wäre. Ups. Ich habe gar nicht geschlagen, aber egal. Das wäre am praktischsten. Weil dann könnten wir entweder eine Sicherung reindrehen oder eventuell diese Wand einreißen. Soweit ich weiß, finden wir jetzt aber beides nicht einfach so. Ah, ich hasse es suchen zu müssen, wenn ich das Spiel schon kenne und euch eigentlich nur zeigen will, wo es hingeht. Mehr oder minder. Aber irgendwie habe ich auch gerade keine Idee. Oh mein Gott, hör auf! Bitte? Alex? Oh mein Gott, geht weg! Ernsthaft? Hört auf zu klopfen! What the hell is going on with this ship?
mein Gott. Gott, das kannte ich noch gar nicht. Aber sehr interessant. Die Illustration zeigt eine Sammlung seltsamer Zeichen, die typisch zueinander gebracht sind. Ja, das haben wir schon mal gemacht, ne? Ja, haben wir. Und sonst? Oh mein Gott, wieso? Wieso rennen wir da rum? Einfach nur, um mal eben so ein bisschen mein. Gar nicht in die Ohren schreien. Na. Moment, ist der jetzt echt? Weil das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass auf einmal wirklich im Haus einfach so Zombies waren, unangekündigt. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Nee. Ach so, die sind nur da, um Zeit zu schinden. Also, um mich zu stören ein bisschen. Nein, nicht! Ah! Okay. Okay. Das ist echt freaky. Teilweise. Aber interessant, gut. Nur weiß ich jetzt leider gerade nicht weiter. Ich würde eigentlich. Ich finde es eigentlich doof. Ich würde eigentlich jetzt gerne hier den Part beenden, damit ich mal selber ein bisschen drüber nachdenken kann, beziehungsweise gegebenenfalls vielleicht auch nochmal nachgucken kann, damit der Spielfluss nicht so stoppt, weil ehrlich gesagt stört mich das ziemlich. Ich will hier einfach Licht haben. Auf jeden Fall möchte ich euch nicht mehr in die Ohren schreien. Mir reicht's, mir reicht's. Alex, Ruhe jetzt. Gut, ich würde sagen, beenden wir den Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich werde nachschauen, was wir zu tun haben. Also, bis demnächst mit einem etwas kurzen Part. Ciao!